Hallihallo und herzlich willkommen da zurück im Trolldorf. In Bänisch natürlich. Und ja, ich habe gerade momentan immer noch leichte Lag-Probleme. Ich habe keine Ahnung wieso, aber ja, ich kann es nicht anders, tut mir leid. Es ist nicht unbedingt sehr schlimm gerade, aber es regt doch ein bisschen auf. Ganz ehrlich. Aber was wollte man machen, gell? Ja. Ja, immer. Ah, wir sind da, wir haben eine Mission sozusagen. Und zwar müssen wir ja schauen, dass wir unsere Güter irgendwie unterbringen können. Das muss ich jetzt so effizient wie nur möglich machen. Mache ich jetzt immer zwei nebeneinander. Lasse eins offen. Ach, komm schon. Eins offen für eine Straße. Zwei nebeneinander. Eins offen für eine Straße. So nebeneinander. Eins offen von der Straße. So nebeneinander. Und drei nebeneinander, genau. So. Die können das mal langsam aufbauen da. Das hat momentan keine Priorität mehr. Obwohl, sage ich jetzt, aber. Schauen wir mal, also die ist zu 0% voll und da, ja gut, es füllt es langsam. Aber wir kommen mit den 100.000 da auch schon langsam näher. Ja, das ist alles voll. Jetzt ist die Frage, mit was ist denn das alles gefüllt? Gut, wir haben natürlich extrem viele Tools. Machen wir es doch mal so. Wir sind ja da immer noch am Einkaufen von Tools. Und zwar 50 pro Mal. Machen wir jetzt das mal auf 0 runter, weil Tools werden eben auch hier eingelagert. Genauso wie Kleidung auch. Könnte man eigentlich mal auslagern, wie wäre es, wenn ich jetzt da würde sagen, Warmcode. Oh, ja, nicht Enter drücken, da natürlich 500. Und Steel Tools 500. Dann spare ich mir natürlich schon recht viel Kapazität ein. In unseren Lagerhäusern. In unseren Speicher. Mal schauen, was das bringt. Wo ist da der nächste? Da. Ja. Gut, klar, ich muss jetzt das natürlich zuerst alles umeinander transportieren. Ich würde sagen, machen wir da gerade mal auf 10 Uhr. Dass es ein bisschen schneller geht. Schauen wir mal, wie es da füllt. Also wahrscheinlich wird dann das Teil voll sein. Okay, momentan kommt gar nichts, jetzt kommen wir da wieder ein paar. Ja, es geht zwar langsam auf. Ich denke, es sollte sogar noch funktionieren. Dass wir alles hier reinbringen. Wo haben wir es da? Ah, die 500 sind bereits schon drin und Stahltools sind auch schon 200. Also die Hälfte gut drin. Was können wir sonst noch auslagern? Wo Platz wegnimmt. Kräuter möchte ich eigentlich gerne drin behalten. Als Leder natürlich. Wir haben extrem viel Leder. Machen wir doch hier auch noch 1000 Leder rein. Wenn wir es schon haben, oder? Und Wolle. Machen wir auch noch gerade 1000 rein. So. Und dann müssten wir da wieder ein bisschen mehr Platz haben. Obwohl, ja, 1000 ist wahrscheinlich schon fast zu wenig. Ich da so schauen. Ja, gut. Das müsste eigentlich funktionieren, hoffe ich jetzt einmal. Wir müssen fast so 2000 machen da. Bei der Wolle. Machen wir 2000. Und dann wird das Teil wahrscheinlich auch schon bald voll sein. Die da so viel drin haben. Leider ist auch mal gekommen. Ja, ja, das funktioniert, das funktioniert.
Obwohl, hat zwar immer noch 488 drin. Ich möchte die langsam da weg haben. Wie sieht es denn da aus? Ja, das läuft. Ja, jetzt wird sie abgeholt. Ja, die Wolle nimmt einfach extrem viel Platz ein. Das ist halt so. Ja, da müssen wir noch mehr. Ich glaube, jetzt können wir langsam wirklich in den Wollenhandel einsteigen. Das ist eine schöne Sache natürlich. Ich habe hier gerade 3000. Weil Wolle ist extrem teuer. Ist extrem gefragt anscheinend auf dem Markt. Viel, viel teurer als Feuerholz. Wird aber nicht von allen angekauft. So, da haben wir schon den ersten Trader. Mal schauen, was der uns abkaufen will. Oder ob wir schon etwas gekauft haben. Nein, haben wir nicht. Was kauft der also? Oh, der kauft Wolle. Ja, da würde ich mal sagen, geben wir mal ein bisschen etwas aus. Und gehen wir doch da mal schauen, was wir schon so haben. Pecan haben wir. Peach, Plum, also Äpfel, Beerenfeld uns. Walnuss. Ja, weißt du, ich mache einfach mal da. Also die haben wir. Walnuss fehlt, genau. Also einmal. Krise fehlt. Einmal. Chestnut habe ich glaube ich gerade nicht gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Darum lasse ich jetzt die mal auf der Seite. Beeren. Kürbis. Und Äpfel. Ja, jetzt gehen wir gerade mal ein bisschen etwas aus da. Wieso auch nicht, wir haben es ja. Jetzt können wir da mal... Vom Leder haben wir wirklich sehr viel. Da können wir da gerade mal sagen, 1000 Leder und den Rest mit Wolle. Wie viel? 5000, das heisst. Und dann noch 625, das sind 125. Müsste gerade aufgehen. So. Bam. Vielen Dank für das gute Geschäft. Und gut, Feuerholz nimmt man nicht unbedingt so viel weg. Was haben wir sonst noch? Was haben wir da sonst noch eingelagert? Ja, das ist eigentlich schon fast gewesen. Ich würde sagen, das ist okay. Für das mal bringt er mir Stein. Eisen bringt er mir. Wie sieht es aus mit Stein? Stein nicht. Ja, gut. Die Tools kann er gleich noch weiterhin bringen, das ist okay. Gut. Danke, schön. So, und jetzt sehen wir. Sieht es auch da schon ein bisschen angenehmer aus. Und wird jetzt natürlich weiter noch fallen, weil jetzt alles das Zeug, das wir jetzt eingekauft haben, wird weiter wieder da ausgelagert. Waren wir 10.000, wie viel, was? Auf was meine ich jetzt gerade? Leder, 1.000 genau. Das ist absolut in Ordnung. Und wir sehen, das Essen steigt noch. Das ist sehr gut. Das heisst, wir können weiter bauen. Und das mache ich doch jetzt gerade mal schnell. Jetzt sehe ich gerade, eigentlich habe ich nicht mal so schlecht gebaut. Das heisst, machen wir jetzt halt einen Doppelweg. Sozusagen. Und da können wir jetzt hier nämlich. Also es Quartier weiterbauen. So. Und nachher wird es dann so aussehen, dass die hintere Reihe wird dann sozusagen Rücken an Rücken gebaut. Und dann müsste das funktionieren. Dass wir da eine schöne Siedlung bekommen. Hui, da sind sie auch schon relativ weit.
Die sind noch alle leer, das gefällt mir sehr, sehr gut. Weil da bleibt Luft nach oben. Was noch könnte ich machen, wäre ich da bei den Kräutern sagen, 2000 gern. Wie sieht es da aus mit dem Fuel? Haben wir gesagt 10.000, da sind wir schon bald am Limit. Machen wir da 50.000. So. Und da brauchen wir natürlich weiter Lagerplatz. Wenn wir da ein bisschen improvisieren. Eben so. Und da haben wir noch ein schönes Plätzchen, wo wir den Lagerplatz daraus machen können. So. Und da noch ein bisschen. Jedes kleine bisschen zählt. Jedes kleine bisschen zählt. So. Vor allem jetzt, wo wir so in die Feuerholzproduktion reingehen. Weil wir haben ja da, wenn wir uns anschauen, wir haben ja recht viel Woodcutter jetzt gerade. Wird es aber auch brauchen, wir werden es dann sehen. Weil die Häuser da, die brauchen natürlich auch alle Feuerholz. Mal schauen, ja, ja, eine Reihe haben wir noch vorher gehabt. Ich denke, ich mache jetzt noch zwei Reihen hier. Also die nächste, die eben da sozusagen Rücken an Rücken ist und dann nachher noch eine oben dran. Und dann werde ich dann hier rübergehen. Mit dem Bauen. Da lange eigentlich 8. So, wie sieht es denn da unten aus? Eigentlich nicht schlecht. Trader können wir nochmal 2 rein tun. Dann kann ich das Zeug schneller umeinander tun, obwohl es ist ja eigentlich schon alles fast wieder voll. Anscheinend haben wir jetzt kein Leder mehr. Mal schauen, was meine die Schneider. Die Schneider sind zwar nicht unbedingt am Jammern. Die haben noch genug. Wie sieht es da aus, Leder? Gut, jetzt kein Leder mehr. Oh, Trader kommt. Was bringt der mir schönes was? Er bringt mir wieder Saatgut und Eisen, aber kein Stock. Stein. Stein haben wir sogar gekauft. Stein haben wir alles gekauft, was er uns gebracht hat. Das ist sehr gut. Eisen brauchen wir gerade momentan kein. Und Tools, nein, denke ich auch nicht. Ist okay. Weil wir haben ja Tools, haben wir 500 hier eingelagert. Wenn wir da gehen, schauen, Iron Tools, Steel Tools meine ich, sind da 363 drin. Und Iron Tools könnten wir eigentlich auch. Was sind es? Hier einlagern, da sind es 500 Stück. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, Kohle. Ja, da müssen wir ja fast haben. Wo haben wir sie da, wo? Da eins weiter, nein, eins links, eins U, genau. Wie viel haben wir? 24. Ich würde mal sagen, 20 Arbeiter. Hätte ich gern da. So, und die können jetzt mal schön Kohle scheffeln. Da braucht es noch 4. Da würde ich sagen, genau 2. No. Wunderbar. So. Ja, das ist wunderschön, wie unser einstmals so kleine Dörfli immer weiter und weiter wachsen. Ich habe doch noch eine zweite Kirche gebaut. Ist die schon fertig? Ist die schon fertig? Na klar ist doch die schon fertig. 280 Einwohner gerade. Also das heisst, wenn wir jetzt die Grafik gehen, anschauen, wird dort ein riesen Sprung drin sein. Also nicht eine riesen Kurve wird sie, genau so muss ich sagen. Und da haben wir auch schon fast alles. Etwas fehlt uns noch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Können wir eigentlich mal schnell durchgehen. Pumpkin, Potato, bla 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 bla. Pecan. Chestnut, ich habe doch gewusst, wir hätten doch die schon gehabt. Peach.
hier. Pepper. Yep. Pepper fällt uns. Wie auch immer, Grafik hat ja uns interessiert und es bringt ein riese Zuwachs. Zieht euch da also mal rein. Also mein Ziel ist ja eigentlich auf 1000 zu kommen mit der Einwohnerzahl. Das wird dann verdammt schwierig. Das kann ich jetzt schon mal garantieren, dass das sehr, sehr, sehr schwierig wird. Weil es sinkt, glaube ich. Nicht ganz sicher, aber ich glaube, es sinkt. Das heisst, ich muss da schon mal Vorsichtsmassnahmen ergreifen und mir da ein Plätzchen suchen für meine nächsten Farmen. Tierfarmen. Und die werde ich da machen. Weil da habe ich ja mal gesagt, jetzt muss ich schnell nachschauen, wo wir da sind. Ja, mal, das eignet sich natürlich sehr gut für, als Farmen. Und da an dem See entlang können wir natürlich auch schön noch Fische rein machen und so. Da eventuell noch Fischer. Ja, das müsste eigentlich funktionieren dann so. Also würde ich sagen, die nächsten Häuser, die ich baue, die kommen mit dem da rein. Ich kann mal schauen, ob das funktioniert. Das funktioniert ja wunderbar. Als hätte ich es geplant. Als hätte ich es geplant. So, wieso da, werdet ihr euch fragen. Ja, ganz einfach. Kenne ich den Trick mit dem Weg. Ich wollte ja natürlich nicht, dass die Leute, die hier anfangen zu arbeiten, einen extrem weiten Arbeitsweg haben. Darum baue ich hier schon mal Häuser hinbauen, damit ich dann denen kann sagen, schaut da Jungs, ich hätte gerne da. Es 20x20. Das ist kleiner als ich gedacht hätte. Also machen wir da schön am Rand. Nein, am Rand. Es 20x20. Ja, hallo, komm jetzt da. 20x20. Eins Abstand für den Weg. Und es 20x20. Ich denke, da kommen wir zuerst Hühner rein. Hühner sind sympathische Viecher. Nicht. Ich hasse Hühner. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Oh, und jetzt sehe ich natürlich... Da. So. So, funktioniert doch das wunderbar. Jetzt habe ich natürlich Pause gemacht, vorher war gar keine gewesen. Ich held ich. Und ja, von den Ressourcen her müsste das eigentlich völlig aufgehen. Und es laggt gerade wieder wie Sau. Und natürlich kann man niemand sagen, wieso auch. Das ist gerade auch mühsam. Ja, oh, ein Trader ist da. Komm schon, wo ist er da? Da. Ja, und mein Blick auf die Uhr sagt, was der Trader uns so bringt und ob es nützlich ist für uns, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao zusammen.